Jo Freunde, was geht? Ich hoffe, ihr seid alle gut drauf, denn der Papa, der ist es. RTG Team 100k, 27, 3 Siege Elite 1. Klingt nicht schlecht, ich hoffe, die Rewards sind es auch nicht. Wir haben uns wirklich durchgekämpft mit diesem nicht unbedingt guten Team. Ja, wir haben es verstanden, es war ein RTG Team. Du hast mit einem RTG Team Elite 1 geholt. Du bist der Allergeilste, du bist der Beste. Wir haben es verstanden. Was ein arroganter Saftsack. Freunde, das war die Truppe, mit der wir die Weekend League gespielt haben. Feedback zum Team. Costa, Sancho waren gut, hatten 5 Sterne Skills, werden jetzt wahrscheinlich nach dem Patch nicht mehr so effektiv sein, aber müssen wir gucken. Kramaric war okay, Leimer war sensationell, Jan Zakaria waren okay, Klostermann war tendenziell besser als Hernandez, Hernandez war aber auch okay, Castells war eigentlich ganz okay, ist halt ein 83er Tor, brauchst nicht viel erwarten, habe ich auch nicht, der hat mal gehalten, mal nicht. Roussillon, keine Empfehlung, spart auf Davis. Wirklich, hat mir überhaupt nicht gut gefallen. Und Mbabu, Gott, ist halt ein Mbabu, ne? Ist ein 100k-Team, Mann. Was erwartet ihr? Soll ich euch die jetzt vom Himmel runterloben oder was soll ich machen? Ich weiß ganz genau, warum du jetzt geklickt hast. Du willst die Packs sehen, also ich zeig dir jetzt einmal die Packs. Dann bist du befriedigt und ich bin auch befriedigt. Foot Champions Weekend League Elite 1 mit einem 100k-Team. Wir haben es alle gerafft. Du bist gut, du bist gut, du bist der beste Elite 1 mit RTG-Team. Wir haben es verstanden. 2000 Qualifikationspunkte, 3 Spielerwahl, Spezial-Items, Jumbo seltene Spieler-Packs und 2 Premium Team of the Week-Packs, weil wir Elite 1 geholt haben mit einem 100k-Team. Ich bin ganz ehrlich, die Packs sind mir eigentlich relativ Wurst. Ich will die 125k mitnehmen, da können wir wirklich nochmal geil upgraden, werden wir nachher auch im Stream machen. Freue mich aber trotzdem auf die Packs. Ich hoffe, wir können was Cooles ziehen. Und dann würde ich sagen, gehen wir ganz, ganz, ganz geschmeidig in das erste Pack rein. Gomez, Valverde wäre nicht schlecht, alles andere wäre schlecht. Ich bin ehrlich. So, let's go. Ich glaube, schlechter geht's nicht, oder? Das ist ein RTG-Team, Freunde. Das ist nicht ein Pay-to-Win-Team oder sowas. Solche Accounts müssen supported werden eigentlich. Komm, wir nehmen einfach mal hier den hier mit. Ich nehme die Nummer 3. Oder würde ich sagen, ganz, ganz kurz und schmerzlos, mach einfach, gib einfach was Gutes. Ich brauche es für die Weekend League. Am besten Valverde, Gomez brauche ich nicht mal. Am besten ein Valverde und dann Abfahrt. Ja, würde ins Team passen, wenn man sich's schön redet, aber irgendwie auch nicht. Ich weiß nicht, so kann man den Linksverteidiger spielen? Die Verteidigungswerte sehen zwar schon gut aus, aber ist der nicht ein bisschen langsam? Müssen wir vielleicht gucken, müssen wir vielleicht austesten. Ich habe die Hoffnung aufgegeben. Man sollte eigentlich im Leben niemals die Hoffnung aufgeben, aber bei mir ist es gerade so weit, dass ich sage, ey, es reicht, irgendwann ist auch Schluss. Und bei mir ist jetzt der Faden einfach an der Stelle gerissen. So. Ich drücke jetzt einmal drauf. Das ist Wahnsinn, Alter. Das ist ein RTG-Team, Freunde. Da muss ja endlich was Gutes kommen. Ich belotte die mitkommen. Okay. So, meine Damen und Herren, wir haben noch 7 Packs. Das Ding ist noch nicht rum. Ja, vor allem, wir haben noch diese 2 roten, knackigen, saftigen Premium-TOTV-Packs. Aber wir fangen jetzt erstmal ganz, ganz entspannt an hier bei Prime Gold Spieler-Pack. Und dann würde ich sagen, mal gucken, was kommt. Ich gucke nicht auf den Monitor, damit ich nicht sehe, ob es ein Walkout ist. So, jetzt kann ich drauf gucken. Ja, gut. Ja, Schmutz ist alles Schmutz. Alles Schmutz, alles Schmutz. Gehen wir einfach weiter in den seltenen Spielerpack. Ich gucke wieder nicht hin. Das macht mir irgendwie, das nimmt mir irgendwie den Spaß. So, mal gucken, was das ist. Brasilien, linker Flügel, ZIV. Oh, Marquinhos. Okay, ein 85er Marquinhos, das sollte noch ein bisschen was wert sein in der Regel. Ja, oh, noch ein San Maximum. Sollte auch noch ein bisschen was wert sein. Ich hoffe doch, I hope so. So, Jumbo seltenes Spielerpack, mal gucken, vielleicht kriegen wir jetzt mal einen Walkout. Hat man ja bis jetzt noch nicht. Vielleicht hebt sich EA auch die Walkouts auf für die roten, knackigen, saftigen Saftsäcke. Aber mal gucken, Jumbo seltenes Spielerpack, ganz auf entspannt, ich gucke wieder nicht hin. Ob das ein Walkout ist oder nicht, ich gucke nicht hin, ich will es gar nicht sehen. Ich will gar nicht. Okay, und jetzt? Portugal, Stürmer, Torwart, Lopez, yes, yes, yes. Ich sehe schon kommen, so werden meine roten Spieler auch aussehen. Diese
Pax bringt mich um, ich schwör's euch. Okay, nehmen wir trotzdem mit, auf geht's. Oh, okay. Witzel, Bürki, Banega, Boateng. Ja, Ansufati haben wir hier noch. Nübel könnte was wert sein. Glaube zu wissen, dass Pepe vielleicht noch ein bisschen was kosten könnte. Ja, ist okay. Boah, ja, du kannst gehen. So, Jumbo seltenes Spielerpack. Mach einfach, gib Glück. Der Papa braucht ein neues Paar, Neymar. Let's go. Das ist frech, ne? Das ist schon ordentlich frech. Ja, das ist schon frech. Ah, okay. Wenigstens Bordspieler, ne? Wenigstens Bordspieler. Wie wir uns das Ganze mal schön reden, das ist schrecklich. Ich muss aufhören damit. Gib mir was Gutes oder ich rede es nicht mehr schön. Guck nicht hin. Nicht umgucken. Okay, ist es was? Ja, es ist was und zwar gar nichts. Talisca, Dankeschön. Also wirklich, ich hätte mir Elite 1 komplett sparen können. Ich hätte einfach bei Gold aufhören können. Ich hätte nicht reinschwitzen müssen. Wir brauchen jetzt diesen einen Moment, wo man tun muss, wo ein Mann tun muss, was ein Mann tun muss. Und ich tue jetzt das, was ein Mann täte an meiner Stelle, wenn ein Mann wäre. Ich drücke jetzt einfach drauf und hoffe auf ein... Ich guck nicht, weil du sonst die Spannung weg. So, jetzt kann ich gucken. England. Kamerun? Stürmer? Digga, das ist so peinlich. Das ist ein Elite 1 Pack, Mann. RTG-Account. Ich hab mir mit einem 100k-Team auf Elite 1 geholt. Das ist ein Sambe, Alter. Das ist ein Sambe. Das ist so frech, wirklich. Das ist absolut frech. Also ich habe keine Ahnung, ich habe jetzt auch gar keine Hoffnung mehr, dass ich hier was ziehe oder sonst was. Ich drück da jetzt auch einfach drauf, weil ich habe keinen Bock. Ich guck trotzdem nicht drauf, das ist für mich. Ich will nicht sehen, ob es ein Walkout ist oder nicht. Das ist einfach peinlich. Ja, 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 nice. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Elite 1 Packs, sehr, sehr geil, Freunde. Sehr, sehr geil. Hat sich komplett gelohnt, kann ich sogar direkt ein Video davon machen. Freunde, ich brauche jetzt unbedingt ein Mitleidsdäumchen. Ihr müsst mich jetzt virtuell in den Arm nehmen. Ihr müsst jetzt virtuell mir irgendwie... Bleib stark. Bleib stark. Selbstzufriedenheit. Oh, ja. Lasst einfach ein paar Däumchen da, Freunde, damit ich mich ein bisschen besser fühle. Wir greifen auch mit dem RTG-Team diese Woche nochmal an. Vielleicht sieht es nächste Woche besser aus. Und dann würde ich sagen, danke fürs Einschalten. Ich zeige euch jetzt noch zwei Videos, die euch eventuell weiterhelfen. Ja, und dann würde ich sagen... Die, wo ist das? Tschüss.